Ich beantworte es gleich, aber nach der Frage, mit der Frage beantworte ich es dann gleich. Wir diskutieren hier sehr einseitig immer in die Richtung Moslems. Wir haben da ein Problem mit dem Ukraine-Krieg und der NATO-Osterweiterung. Daraus resultieren auch Millionen von Flüchtlingen, die uns hier wirklich viel Geld kosten. Man spricht in Teilen von 20, 30 Milliarden pro Jahr. Wie ist denn da dein Gedanke darüber? Ich hatte das ja. Vor allem der Gedanke, sich die BRD verhält mit der Waffenlieferung und somit der einhergehenden Kriegsverlängerung. Ich sehe da ganz anders. Ich bin der Meinung, also wie die AfD oder auch, muss ich wirklich sagen, wie die BSW, dass man da sozusagen mal mehr über Friedensverhandlungen sprechen sollte und nicht bloß immer weiter Waffen liefern und Öl ins Feuer gießen. Dem stimme ich vollumfänglich zu. Also Deutschland sollte hier als eine mitteleuropäische Friedensmacht auftreten. Also Österreich sollte neutral sein. Ich finde es bizarr, dass ein NATO-Land Ungarn neutraler diplomatischer Auftritt als Österreich, wo es kein NATO-Mitglied ist, ein Armutszeugnis für unsere Politiker, mit einem Grund für die Popularität von Herbert Kickl, weil er als einziger diesen Neutralitätskurs vertritt. Überhaupt muss ich aber sagen, wenn jetzt in der BRD wirklich Wehrpflicht wieder eingeführt werden soll, wenn die ernsthaft glauben, dass sie mit diesen woken Soja-Jungen aus der Großstadt einen Krieg führen können, da werden sie richtig, richtig auf die Schnauze fallen. Ein Comedian hat mal einen bösen Scherz gesagt, wenn diese Soja-Jünglinge am Schlachtfeld bluten, weiß man nicht, ob sie getroffen sind oder gerade ihre Tage haben. Das würde ich natürlich nicht sagen. Ich glaube, dass man wirklich da aufs Eis tanzen geht. Aber völlig richtig, wir sollten vor Ort helfen in der Ukraine. Frieden schaffen, Perspektiven schaffen für die Menschen vor Ort. Ich habe da eine sehr klare Linie gehabt. Es gab einige Rechten, die geglaubt haben, sie können jetzt auch Refugee Welcome sagen. Die Begeisterung ist bald in sich zusammengefallen. Natürlich trifft auch hier zu, das sind keine direkten Asylanten, die an Deutschland angrenzen. Ich bin für eine Reduktion des Asylrechts auf Menschen aus benachbarten Regionen auf Zeit. Ja. Sprich, ja. Ungarn, die geflohen sind vom Kommunismus, Polen, die geflohen sind. Und dann gibt es in anderen Bereichen bei individueller politischer Verfolgung Einzelfallentscheidungen. Das ist das Asylrecht im eigentlichen Kern. Ansonsten Hilfe vor Ort oder eben Unterstützung temporär für Polen, für Rumänien und für Ungarn bei der Versorgung von Flüchtlingen. Das wäre aus meiner Sicht die richtige Antwort. Ja. Schönen Dank. Ganz